Servus oder so. Für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, ich werde auf alle Fälle ein YouTube-Video draus machen. Lasst einen Daumen da auf dem Video und abonniert den Zweitkanal. Wenn ich die Mannschaft baue, kann ich es ja schon mal grob erklären. Die Schlange funktioniert so. Wir nehmen Startspieler und bauen um den eine Schlange rum und machen ein paar Games. Ihr werdet sehr, sehr schnell checken. Es ist nicht so kompliziert. Es gibt ein bestimmtes Linkmuster. Und jetzt muss ich erstmal mit dem Chat entscheiden, um wen wir überhaupt den Spieler rumbauen, ne? Chessing Nankam. Ja, Chessing Nankam ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich glaube, wir machen Chessing Nankam heute. 400 Coins. Und da haben wir direkt die erste Karte gekauft. Und das ist Chessing Nankam. So, und mit dem Kollegen im Team kann es auch schon so richtig losgehen, denn wir brauchen jetzt einen Stürmer von Fürth. Einen zweiten Stürmer von Fürth. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ah, Stürmer muss er natürlich noch einstellen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das wird Hrgota. Ist fast die geilste Karte hier. So, der Chat will, dass es weitergeht mit Schweden. Das heißt, wir gehen ins rechte Mittelfeld. Oder haben die irgendwelche starken Füße? Wobei, wir können es ja ingame dann eh umstellen. Er ist Linksfuß, er ist Rechtsfuß. Ja, dann passt es perfekt so rum. Das kann jetzt jeder Spieler werden. Er darf nur nicht in der Bundesliga spielen. Aber ich würde sagen, wir nehmen immer den Besten von der Seite, oder? Oder soll ich jetzt wirklich Dahlquist kaufen? Okay, wir haben uns mit Chat geeinigt. Wir nehmen immer den Besten von der Seite. Das heißt, ich nehme Mobia Carlsson jetzt. Ja, doch, Chat sagt auch Rechtsverteidiger. Okay, dann Rechtsverteidiger von Sparta Prag. Ja, die Liga hat sowieso nur drei Vereine, ne? Also Sparta Prag, Rechtsverteidiger, Preis ist egal. Und da wird es wieder der Beste von der Seite. Und das ist Wiesner, der auch gar keine so schlechten Stats hat. Die rechte Seite ist abgehakt, ein Traum. Und das heißt, wir können links weitermachen mit einem Deutschen, der aber nicht in der ersten Bundesliga spielen darf. Also Gosens wäre jetzt so eine Option zum Beispiel. Den würde ich wahrscheinlich am meisten feiern fast. Und es wird tatsächlich Gosens, jawohl. Und dann brauchen wir als Link einen Spieler von Bergamo Calcio. Boah, keine Ahnung, wen die im zentralen Mittelfeld haben. Aber da muss doch irgendein halbwegs guter Spieler dabei sein. Dann rein da und da ist der beste Spieler Iličić. Ich nehme den Inform Iličić jetzt einfach. 23k für Iličić, aber auf dem habe ich echt richtig Bock. Der hat 5-Star Skills, Linksfuß und hat teilweise richtig geile Stats. Also vor allem seine Schuss-Stats sind halt richtig, richtig nice. Also auf die Karte habe ich echt Bock. Okay, jetzt wird es richtig interessant. Denn wir brauchen ja jetzt einen Slowenen brauchen wir noch. Als zentralen Mittelfeldspieler daneben aus der Serie A. Serie A, gibt es da einen anderen Spieler als Iličić? Es sieht nicht so aus und das bedeutet, wir können wenn dann noch auf ZOM schauen, aber ich glaube nicht, dass es da irgendeinen gibt. Nee, ich denke, das heißt, wir müssen dann noch einen Spieler von Bergamo Calcio nehmen. Nee, es gibt Stulak. Dann kaufen wir den Mann. Der Kollege spielt beim FC Empoli. Das heißt, jetzt kommt ein Innenverteidiger vom FC Empoli daneben. Und dann schauen wir rein und da haben wir als besten Spieler Tonelli, der glaube ich auch mal eine Goldkarte hatte, kann das sein? Das Gute daran ist jetzt aber, dass wir italienischen Torhüter und italienischen Innenverteidiger bekommen. Wir suchen auf alle Fälle Torhüter Italien. Und hier sind glaube ich nur... Ich dachte, es gibt keine zweite italienische Liga mehr, Jungs. Warum ist Parma im Spiel? Ich dachte, die zweite die italienische Liga gibt es nicht. Wir nehmen auf alle Fälle Buffon. Aber Buffon ist schon auch cool. Bei Rest der Welt ist es mit drin. Okay. Ja, aber dann nehmen wir Buffon. Aber schauen wir einfach mal. Ja, Baresi kann ich mir leider nicht leisten. Der wäre es jetzt natürlich. Ansonsten ist hier nur italienische. Und da haben wir einen. Soll ich den jetzt wirklich kaufen, Jungs? Soll ich Paramatti kaufen? Also eigentlich, wenn wir unsere Regeln beachten, muss ich den jetzt holen. Oh, der Chat ist sich uneinig. Wir machen eine Abstimmung. Wir machen eine Abstimmung, ob ich den nehme oder nicht. Es ist eine knappe Sache, aber der Chat entscheidet sich für Nein und dann kann ich nichts dafür, der Chat will so. Und da ist Inform Ogbonna und es ist gefühlt auch der einzige brauchbare Spieler, den es da überhaupt gibt. Kommt da noch irgendwas anderes? Aber Inform Ogbonna ist auf alle Fälle nice, hier so zwei Informkarten drin zu haben. Also ich glaube, dass es Masuaku wird. Was ist denn mit Masuaku? Da ist Masuaku, aber es wird Creswell und nicht Masuaku, okay. Masuaku ist eigentlich LAV, ah okay, dann deswegen. Aber das Team ist auf alle Fälle komplett. Wir haben nicht nur eine wunderschöne Schlange, sondern auch ein NLW gebaut. Wir haben ein sehr, sehr nices Team am Start. Da bin ich mal gespannt. Vor allem auf Chessing Nankam vorne drin. Und am allermeisten auf Iličić. Der sieht schon echt babamäßig aus. Ich bin gespannt. Wir gehen rein in Division Rivals auf alle Fälle. Da bin ich jetzt eh noch ganz am Anfang. Also es sollten eigentlich nicht so schwere Gegner bekommen, aber das ist mit dem Team auch bitter nötig. Oh, der hat schon ein sinnvolles Team. Komplettes Bundesliga-Team. Zum Chessing.
Nochmal Chessick. Geh Chessick. Abbremsen. Und jetzt in die lange Ecke. Der geht rein. Oh, was ist das? Bro, Tonelli, was ist los mit dir? Und so kriegst du dann das Gegentor. Was war denn das für ein Pass von Tonelli? Was macht der da? 1-1! Wer war es überhaupt? Wer hat das Tor geschossen? Robin Gosens. Sehr, sehr stark, Junge. Ich will unbedingt ein Tor mit Iličić schießen. Sollte ich vielleicht nicht versuchen. Natürlich wieder der geblockte Iličić. Jetzt Iličić mit rechts. Da ist er doch. Es war nicht Iličić. Es war Gota. Genau. 2-1 gewonnen. Knappe Kiste, ey. Viele Schüsse mit Iličić versucht. Leider keiner reingegangen. Und auch noch kein Tor von Jessic Nankam. Ich würde sagen, da müssen wir auf alle Fälle noch ein zweites Spiel machen. Es kann nicht bei dem einen bleiben. Was ist denn das? Aber er hat einfach Sané, Martial, Vinicius. Also er hat krasse Einzelspieler, aber die passen halt alle überhaupt nicht zusammen. Komm jetzt aber. Da ist er doch. Jessic Nankam. Oh, doch, da ist er nochmal. Da ist er nochmal. Jessic Nankam. Zweites Tor. Iličić. 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 Kriegt auch sein Tor. Ja, ist schon noch ein bisschen blöd, dass er dann natürlich in Liga 10 auf einen Nicht-Neuling. Oh, trifft. Oh, dann schießt er einfach ein Tor. Ich sollte nichts Schlechtes über meine Gegner sagen. Da ist er doch. Das hier ist er. Iličić. Ili. Okay. Ich meine, dass Iličić ihn reinschießt, aber gut, passt so auch. Rogota. Alleine. Auf weiter Flur. Und jetzt vorbei am Keeper. Rogota. Das mit dem L1-Dribbling müsst ihr echt mal machen. Wenn ihr viel Zeit habt gegen den Torhüter, ihr müsst gar nichts machen. Ihr müsst nur L1 halten und einfach ein bisschen zur Seite laufen. Ihr werdet den Keeper jedes Mal ausspielen. Schau, man muss gar nicht viel können. Es ist einfach nur ein bisschen zur Seite laufen. Die Keeper springen dann immer ins Leere. 6 Tore waren ihm zu viel. Und ich würde sagen, drittes Game gibt es noch dazu. Komm, drittes machen wir noch. Dann schalte ich ja jetzt auch die Rewards frei für Rivals theoretisch auf dem Account mit 3 Siegen. Aber ich glaube, bei Liga 10 wird das jetzt nichts so krasses sein. Rote Linien, okay. Ah. 1-0. Und wer hat's gemacht? Natürlich der Jessic. Oh, Latte. Ach komm. Aber ich finde, im PlayStation-Controller ist es viel einfacher, die Position zu halten. Komm, schick den Iličić, der macht den. Jawohl, 2-0. Hochverdiente Geschichte hier. Und dann trifft unser schwedischer rechter Mittelfeldspieler mal. David Moberg Karlsson. Hat Hansen Watt gezogen. Ja, ich habe vorhin echt jemanden gezogen. So einen echt geilen Spieler. Jetzt, wie lange hast du denn gebraucht, Gegner? Der musste erstmal suchen, wie man hier ein Spiel verlassen kann. Aber dann würde ich sagen, das war das erste Mal hier von der Schlange. Die allererste Version war das. Ich glaube, für die Zukunft brauchen wir ein bisschen schwerere Gegner. Ich meine, ich will jetzt auch nicht die allerbesten haben. Ich will jetzt auch nicht irgendwie in der Elite Division da zocken. Aber das war schon ein bisschen sehr easy jetzt alles. Aber trotzdem Bock gemacht. Wenn ihr auf YouTube dabei wart, lasst auf alle Fälle einen Daumen da auf dem Video. Schreibt mir, um wen ich die Schlange als nächstes machen soll. Wir machen es so. Ihr schreibt in die Kommentare rein und der Top-Kommentar von dem Spieler, der die meisten Upvotes bekommt, um den bauen wir die nächste Schlange. Lasst euch was Kreatives einfallen. Und das war's dann, ja, von heute. Daumen rein, bis zum nächsten Mal. Euer Burnley.